Wir sind hier im Haldenweg in Köngen. Wir wurden alarmiert zu einer Gasausströmung bei Bauarbeiten. Dort wurde vermutlich eine Gasleitung beschädigt. Genaueres ist noch nicht bekannt. Letztendlich ist Gas ausgeströmt. Im Einsatz waren aktuell 48 Einsatzkräfte und 16 Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Polizei war mit 8 Kräften vor Ort. Man hat zur Sicherungsmaßnahmen die umliegenden Gebäude, in Summe 13 Stück, evakuiert. Man hat diese 16 Bewohner dann aus den Gebäuden, wurden vom Rettungsdienst und dem Roten Kreuz betreut. Die Feuerwehr hat parallel dazu den Brandschutz sichergestellt und hat Messungen durchgeführt. Von der vor Ort befindlichen Baufirma und dem Netzbetreiber wurden zwischenzeitlich Maßnahmen eingeleitet, um die Gasleitung vom Netz zu nehmen. Nachdem dies erfolgt war, wurde von der Feuerwehr nochmal die Einsatzstelle durchgemessen und konnte letztendlich dann nach knapp 3 Stunden wieder freigegeben werden. Anfänglich war das Problem, dass es hier in einem sogenannten Niederdruckbereich ist, dieses Gasnetz. Da gibt es nicht so direkte Schieber wie in einem Wasserleitungsnetz, sodass man hier was abschiebern konnte. Das heißt, die Fachfirma musste hier die Gasleitung freilegen um die Leckagestelle und diese dann direkt abklemmen. Also letztendlich Gas, typischer Geruch, faulige Eier, den man riecht. Wenn Sie da was riechen, dann die 112, die Feuerwehr verständigen, einfach mitteilen und dann werden die entsprechenden Kräfte entsandt. Sind mit insgesamt 14 Einsatzkräften vom DRK und vom Malteser Hilfsdienst hier vor Ort gewesen, haben 16 Betroffene betreut, es wurden 13 Häuser evakuiert. In der Betreuungsstelle, die wir aufgebaut haben, haben wir die Personen versorgt, sowohl mit Getränken als auch mit Essen. Es gab zum Glück keine Verletzten, wir waren aber auch mit einem Rettungswagen vor Ort. Jetzt in dem Fall waren wir mit den rettungsdienstlichen Kräften vor Ort, weil die Feuerwehr im Einsatz war und weil das Bauunternehmen hier gearbeitet hat und noch eine Gaskonzentration hier an der Einsatzstelle vorlag. Deswegen waren wir mit Rettungsdienstkräften vor Ort und wir waren mit ehrenamtlichen Kräften hier vor Ort, um die betroffenen Personen, die aus ihren Häusern evakuiert wurden, entsprechend zu betreuen.